Dies ist ein Video über die Funktionen des ExpertTimer Mobil. Um den ExpertTimer Mobil zu nutzen, benötigen Sie mindestens die Version 2 von Android oder höher. Im ExpertTimer Mobil gibt es weitaus mehr Funktionen als in diesem Video beschrieben. Bitte werfen Sie einen Blick in unser umfangreiches Handbuch, um einen besseren Einblick zu bekommen. Dies ist der Hauptdialog Ihres ExpertTimer. Im ersten Schritt legen Sie einen neuen Kunden an. Nur der Name ist eine Pflichteingabe. Bei allen anderen Daten können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Felder füllen oder nicht. Speichern Sie Ihre Eingaben. Damit gelangen Sie zurück zum Hauptbildschirm. Im nächsten Schritt müssen Sie ein neues Projekt oder eine Tätigkeit anlegen. Nur der Projektname ist ein Pflichtfeld. Alle anderen Angaben sind freiwillig. Vergeben Sie einen Preis pro Einheit, um Ihren Erlös im Report und im Programm anzuzeigen. Um die Tätigkeiten noch genauer zu beschreiben, aktivieren Sie in den Einstellungen des ExpertTimer die Unterprojektebene. Öffnen Sie dazu das Menü, klicken auf Mehr, wählen Einstellungen und setzen den Haken bei Unterprojekte verwenden. Jetzt legen Sie wiederum ein neues Projekt in Bezug auf das Projekt Installation von Software an. Vergeben Sie einen Unterprojektnamen und setzen nochmal den Preis pro Einheit. Starten Sie jetzt das Projekt über den Startknopf. Sie können zu jedem Zeitstempel einen Kommentar erfassen. Dies hilft Ihnen im Nachhinein, Ihre Tätigkeiten nachzuvollziehen. Auch Zeitstempel können Sie jederzeit nachtragen. Im Beispiel tragen wir für gestern einen Zeitstempel nach. Geben Sie die entsprechende Start- und Endzeit an. Sowie einen Kommentar, um die Tätigkeit nachzuvollziehen. Im ExpertTimer Mobil stehen Ihnen auf dem Hauptbildschirm drei Reports zur Auswahl. Heute, Woche und Monat. Sehen wir uns den Wochenreport an. Es werden die Stunden der einzelnen Tage angezeigt. Sie können auch auf die Geldansicht umschalten. Öffnen Sie dazu das Menü und wählen Einstellungen. Ändern Sie dann den Anzeigemodus. Jetzt sehen Sie Ihr bis dato verdientes Geld. Zurück im Hauptmenü stoppen wir das aktuell laufende Projekt. Jetzt öffnen wir den heutigen Report, um diesen per E-Mail zu verschicken. Hier sehen Sie den erfassten Zeitstempel, den Verdienst sowie den erfassten Kommentar. Öffnen Sie das Menü und wählen Export und im nächsten Schritt HTML Report. Klicken Sie jetzt nochmal auf Menü, dann können Sie den Report per E-Mail versenden. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten im ExpertTimer Mobil. Laden Sie sich die kostenlose Testversion und überzeugen Sie sich selbst von der ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.